ist ja über mir, okay. Uiuiuiui. Verrücktes Arschloch, die Leute müssen doch. Findet den Wichser, damit wir von Bord können. Los! Macht er welchen Fehler? Mein. Oh, eine Weste? Nehme ich an. Das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht mal verkehrt. Da lang? Hä? Ich bin irritiert langsam. Im Spiel. Ja, ja, chill mal deine Basics. Der Kahn geht unter, schon krallt. Waren die noch zu zweit? Ne, waren sie nicht. Bucha! Begrüßungskomitee! Sehen wir mal hier nach. Wow, 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 hör das jetzt mal auf hier. Kann ich hier drüben verstecken? Erstmal checken, wo ihr seid. Na, jetzt aber. Mann, 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 Mann. Werde ich die Luft an? Shift. Ist so meine Eingang, dass ich alle eliminiere. Sorry, ich gerade ruhig bin, aber hey, das wackelt ja wie ein Kuhschwanz. Ja, Andere ist da oben. So, ein bisschen leichteres Ziel haben wir da jetzt. Reicht ja ein Glue, so, müssen wir jetzt runter. Jetzt kommen wir mal G8 da hoch. Was kommen wir da hin? Ich glaube von der Seite. Hä? Das wird's aber komisch. Wo soll der hinkommen? Ah, das ist eine Leiter. Okay. Onkel Lou, dein Neffe ist da, mehr oder weniger. Keine Bewegung, Spaghetti-Fresser. Was soll das, Lou? Ein Schritt weiter und er ist tot. Glaubst du, ich gebe Fick auf so'n Politiker-Sack? Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich hätte mal die Maschine abgestellt, aber egal. Wow. Ah, das Ding brennt. Wer läuft da? Specki! Oh, mit dem Messer, das ist natürlich jetzt elegant. Hallo? Müssen wir noch verfolgen. Oh, das gibt wieder YouTube-Case hier, da, ne? Sag doch eine Rüstung. Ah, wir haben gar keine Medis mehr. Okay, ja, das Spiel ist natürlich wieder ganz lieb zu uns.
Konfrontiere Onkel Lou. Ja, ja, wir müssen aufpassen, dass er sich umlegt. So ein Rumgeballere. Das Magazin ist aber jetzt noch leer, ne? Ich sag's nur mal. Oh Mann, ich hock mich bloß hin und verschlafe ein bisschen. Ich muss mich bloß kurz. Willst du kacken gehen oder was? Okay, es lädt er nach. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sind 6, 7, 8, 9, jetzt muss er nachladen. Der kann aber nicht ziehen. Au, 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 au. Ja, wo soll ich denn hin? Verfickt. Ja, was soll der Scheiß, Alter? Wohin denn bitte? Ich habe ja kein Messer mehr. Da hat er noch seine Knarre natürlich in der Hand, der Schwabbel. Echt du, das gibt's ja nicht. Wenn ich Scheiß jetzt nochmal machen muss, ich werde den Checkpoint erladen, ne? Ich weh, ich warn dich, Spiel, ich sag's dir. Ja, das kriegt man schon eher. Ist gut, dass ich irgendwie dann umlaufe am besten. Ja, das wäre sinnvoll. Und einfach abwarten, bis er keine Munition mehr hat, der Penner. Ups, Deckung! Ich kann nicht. Oh Mann, ich hock mich bloß hin und verschnaufe ein bisschen. Ich muss mich bloß kurz. Lassen Sie mich! Scheiße! Verdammt! Lauf, lauf, Deckung, Deckung! Uiuiui, die sind aber scharf jetzt. Sieht er uns? Schnapp uns den von hinten. Eh, okay. Dacht grad. Mit Linksklick. Hallo, Lou. Hör zu. Ich hab Geld. Du kannst es haben. Ich geb's dir. Aber lass mich leben. Deine Kohle interessiert mich scheiß. Ich hab ne kleine Message für deinen Bruder. Ja. Ich riech's aus. Sag's einfach. Sag's mir. Da wirst du nicht mehr viel sagen können, mein Freund. Allmächtiger. Senator Walter Jacobs starb heute Abend, als es an Bord eines Raddampfers zu einer Explosion kam. Auch der ortsansässige Geschäftsmann Louis Marcano und ein Dutzend wohlhabender Teilnehmer einer Spendengala kamen bei der Detonation und dem anschließenden Feuer ums Leben. Als Lincoln seine verstümmelte Leiche an der Statue von Andrew Jackson zur Schau stellte, waren die Leute entsetzt. Das war ein glasklares politisches Statement. Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich habe über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche, aber Geldgier eine Tugend. Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht. Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Marcano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch einen Lincoln Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Und jetzt steht nur noch einer auf unserer Liste.
Oh, erstmal Gebiet noch zuteilen. Stimmt, richtig, schier vergessen. Tut mir leid. War's das jetzt? Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Der Bezirk ist gesichert, so wie du es wolltest. Jetzt warten wir nur noch auf ein Wort von dir, dann machen wir es uns hier bequem. Jeder spielt hier sein Spiel, Bruder. Aber mal ehrlich, ich sollte das letzte Territorium für dich verwalten. Und Läden hin oder her lenken. Du weißt, dass ich das Tagesgeschäft besser führe als die anderen zwei. Da muss ich was verpasst haben. Wusste gar nicht, dass du dort aktiv bist. Lass dir Zeit. Wollen ja nicht, dass der letzte Bezirk vor die Hunde geht. Nö, nö, wie gesagt, das kriegt Berg. Das kriegt Berg. Weil er es verdient hat. Dieses Gebiet geht an die Iren. Mit dem Distrikt habe ich Großes vor. Als erstes baue ich eine Statue von Marcano, wie er gerade in den Arsch gefickt wird. Gütiger Gott, wie sind wir nur mit heiler Haut aus dieser Scheiße rausgekommen? Hätte geschworen, Scaletta haben sich schon längst die Kehle aufgeschlitzt. Das war eine reife Leistung, Junge. Ein Traum, fast wie im Märchen. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Dachte schon, ich bin Alligatorenfutter. Naja, insofern, alles gut. Mann, Mann. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe, dass mal einer zu seinem Wort steht? In meinem ganzen Leben bist du, Lincoln Clay, der erste Motherfucker, der das wirklich gebracht hat. Danke. Das war erstklassige Arbeit. Hätt selbst nicht besser hingekriegt. Wahrscheinlich. Ich hatte irgendwie gedacht, Lincoln hätte uns inzwischen längst alle umgelegt. Was wir hier geschafft haben, Marcano die Stadt wegzunehmen, ohne uns dabei gegenseitig umzubringen, darauf können wir stolz sein. Ich geb's zu. Ich hatte Zweifel, aber das ist vorbei. Du hast alles gehalten, was du versprochen hast. Es ist toll, dass ich hier mitmachen kann. Wir haben bewiesen, dass Marcanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein Weg endet hier mit ihm. Ja, und wir haben es geschafft, Leute. Sprich mit Donovan über Marcano. Muss man eigentlich das Auto knacken? Dann warte mal kurz. Das und das. Bin gleich da. Fahren die hier rein? Ja, fahren sie. Also, das ist von Berg, das ist von Cassandra und das ist von uns. Von Vito meine ich. Das Rote ist natürlich von uns aus. So, erstmal Munition kaufen. 31.000 haben wir wieder. Sehr schön. Ich brauche erstmal Sprengstoff. Habe ich? Gut. Dann brauche ich Medikits. Und ich mache eine Rüstung noch. Und Verbesserungen. Pistolen. Cassandras Einkommen. Okay. Was mit Spezialwaffen? Gratis ausrüsten. Kapazität, ja, das ist egal. Wir haben Granaten, Mann, das reicht. Du weißt, wie du mich finden kannst. Ich weiß. Ja, ja, chillt mal. Ihr macht euch selber hier gerade einen Fick, Alter. Ja, macht, was ihr wollt. Ja, wir können jetzt hier lang pacen, Alter. Wir haben es, wir haben es. Ja, uiuiui. Einmal noch, ein Kill, ein Death. Und dann haben wir es geschafft, Mann. Dann haben wir unsere Rache vollendet. Und unseren Verkehrsunfall, unsere. Eieiei. Interessante Fahrphysik. Und ich sollte aufpassen, dass ich nicht zu viel Unfall war. Sonst müssen wir für 3000 eine verfickte Rüstung kaufen, die viel zu viel Geld kostet. Voll widerlich. Weil wir sehen, wir haben die ganze Stadt. Wir haben die ganze. Vor allem gerecht aufgeteilt, ist gehört Cassandra. Das gehört Cassandra, das gehört Cassandra, das gehört Vito, 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 ich hätte es eigentlich anders machen sollen. Das ist Cassandra, gehört und das ist Vito, aber naja, ist egal, das ist Berg, Berg, Berg. So, passt alles also. Klar, wenn auch alles Vito geben können, aber ich wollte eine gerechte Aufteilung machen. Na, ist ja wichtig. Alter, jetzt raste ich aber mal, das sind so scheiß Bremsen im Auto. Meine Fresse. Ist ja schlimm. Die haben doch gesagt, er würde auch kommen, wenn er gerade, auch während eines Kampfes in einer brenzligen Situation, wie wäre das beim Boot gewesen, wäre er mit dem Boot vorbeigefahren?
Ist das eine berechtigte Frage? Ich glaube ja. Wow, 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 wow. Brems mal. Kurz langsam machen hier. Ganz ruhig. Ich will nicht zu viel Aua haben. Also das Rüstung kaufen, wie gesagt. Aber sehr gerne mehr. Wir erleben jetzt so mit gleich das Ende der Geschichte von Lincoln Clay. Interessanter Weg. Extrem repetitiver Weg. Extrem blutiger Weg vor allem. Sehr, sehr, sehr blutiger Weg. So. Interessante Geschichte primär. Das Spiel selber vom Gameplay her eine 3, muss ich sagen. So benotungstechnisch ein bisschen. Aber Story war cool. Story war sehr schön. Auch die Sequenzen und so weiter waren man einige da. Das hat mir gefallen. Aber naja, etwas repetitiv. Und es hat einige Features gefehlt. Und nein, dieses Spiel ist mir keine weitere 30 Euro wert für die DLCs. Du bist ja von der ganz schnellen Truppe. Dein kleiner Amoklauf wird Typen aufscheuchen, mit denen ich auf keinen Fall was zu tun haben will. Das kann ich mir vorstellen. Zum Glück gibt's nichts, das ich nicht mit ein bisschen Supersprit aus der Welt schaffen ließe. Mit ein bisschen Glück halte ich sie mir damit vom Leib. Für ein Weilchen zumindest. Aber immer der Reihe nach. Erst müssen Georgie und Sal ins Gras beißen. Hör dir das an, wird dir gefallen. Ja. Dieses dreimal verbluffelte Scheiße! Lou ist tot. Er war an der Andrew-Jackson-Statue festgebunden im French Ward. Ausgenommen und aufgeschlitzt wie ein Kabeljau. Ah, verdammte Scheiße. Das war dieser verdammte Nigger Lincoln Clay. Und wenn du deinen Job richtig gemacht hättest, würden wir es nicht in der Scheiße stecken. Du warst doch auch da. Ich habe ihn genau in seinen Kopf geschossen. Du hast nur einmal geschossen. Ich habe überall Schulden gemacht. Alles habe ich versucht. Aber gebracht hat es überhaupt nichts. Wir sind am Arsch. Ich bin am Arsch. Ist doch Blödsinn. Noch haben wir ein paar Leute. Wir ziehen los und suchen diesen Schwanzlutscher. Jeder Haifisch in dieser Stadt riecht, dass Blut im Wasser ist. Mein Blut. Verstehst du das? Sie würden ihre eigene Mutter verkaufen, um mir die Birne wegzupusten. Glaub mir, nicht einmal 10 Minuten würde ich da draußen überleben. Red doch nicht so'n Quatsch. Vergiss nicht, du bist Sal Marcano. Und bisher sind wir aus jeder Scheiße wieder rausgekommen. Trommel alles zusammen, was wir noch haben. Die Jungs sollen sofort zum Casino kommen. Und wenn Lincoln Clay auftaucht, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um diesen dreckigen Nigger in den Boden zu stampfen. An Ort und Stelle. So wird es gehen. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Geh. Ich hätte wissen müssen, dass Marcano sich im Casino verschanzt. Wenn du die Brücke nimmst, hast du freie Bahn. Du weißt, das wäre ohne dich niemals möglich gewesen. Ist mir lieber, als in einem gottverdammten Büro zu verrotten. Und wenn du die Arschlöcher erledigt hast, komm zu mir. Ich denke, ich häng drüben beim Padre rum. In Ordnung. Zeig ihm, wer der Boss ist. Ja, sehr schön, Leute. Jetzt ist der Showdown da. Jetzt geht's los. Auto soweit ganz, das passt. Sehr gerne, Herren. Unser letzter Auftrag, unsere letzte Blutschat. Nun ist es soweit. Sal Marcano wird ins Gras beißen, heute Nacht noch. An Ort und Stelle wird es um ihn geschehen sein. Sofort, gnadenlos, langsam und schmerzvoll. So wie er unsere Freunde verbluten ließ und verbrannte, wird nun auch sein Sohn und seine ganze Familie verbrannt. Wir haben's. Boah, ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade etwas sehr. Es wird nicht mehr lang sein. Oh ja. Yeah. Wir werden endlich,
Endlich sind wir dran. Seine Untermänner sind weg. Ein paar sind noch da, meine letzten Leute. Die sollten kein Problem darstellen. Wir haben genügend von ihm schon umgelegt. Mehr wie ausreichend. Und nun ist es so, dass auch die letzten von ihm wegfrittiert werden. Oh, und die Musik im Hintergrund ist voll geil, weil das passt voll. Boah, das ist schon krass, ne? Hammer Mafia 3 durch, Mann. Ist die Geschichte von dem Clay zu Ende, aber vielleicht zu Ende, wer weiß, was noch kommt. Mal, jetzt sind wir mal gespannt, ne? Na, noch 700 Meter sind wir da. Da fliegt schon die Motorhaube vor Freude weg, du. Achso, geh zum Casino. Schaffe es hinein? Rechts entlang, okay. Ah, der Weg, gut. Und ich werde nicht auf Stealth machen. Ich werde reinplatzen mit einer Bombe. Wenn du uns jetzt erwischt, der Typ. Na, wo seid ihr? Na, wo seid ihr? Hallo? Jo, gehen wir ein bisschen näher ran. Er gehört euch, da ist er. Los! Da ist unser Störenfried. Störenfried, oh, das hat aber süß gesagt. Nicht, nicht so. Echt? Sicher? Schatzi, komm hervor! Bumm! Kopf weg! Na, mein Jüng! Ich glaube, da sind immer viel da gerade. Ach doch, da lief gerade einer. Einen? Leicht untertrieben, Kollege. Ach. Wobei, nee, brauchen wir jetzt nicht. Jetzt komm doch vor. Hopp. Ich warte auf dich. Ohne Alpha-Wand. Halt doch die Fresse. Klar, logisch. Ich mach dir kalt, Arschloch. Keine Munition mehr. Gib mir Deckung. Ich hab ihn voll in. Der schießt. War er gar nicht da?
Komm, put, put. Jetzt Kopf hoch, hopp. Meine Fresse. Der ist da. So, erledigt. Meine Güte. Überlass das den Jungs unten. Die werden für sowas bezahlt. Ich bin nicht hergekommen, um zuzusehen, wie jemand anders die ganze Arbeit macht. Ich bin hier, um den Wichser zu begraben. Echt? So wie besprochen. Sei vorsichtig, ja. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ledige Georgie. Glück gehabt, dass ich nicht ganz so schnell war. Ja, aber vielleicht ein normales Scharfschützengewehr ein bisschen eleganter gewesen, weil das Nachtschießscharfschützengewehr ist schon ein bisschen assi. Ja, Alter, klar, zwei Schüsse mit dem Scharfschützengewehr, das durchbohrt ich auf einen Kilometer noch, aber ist egal. Als ja Panzerung wahrscheinlich sein, ne, mein Freund? Schwanzlutscher? Hallo, wir waren mal Freunde. Diese Penner können dich nicht beschützen, Georgie. Es ist vorbei. Ja, komm, Alter, das waren zwei kleine Schüsse in den Sand. Alter, den Wallhack, schon unfair. Du erwischst meinen Vater nie. Ach, ich hätte da durchrasen können. Oh, das ist eigentlich eine Idee. Machen wir gerade. Wartet mal, komm gleich, Sekunde. Ich sehe das nicht gerade, das ist eine Rampe, Alter. Und da auch. Ich weiß, danke. Du bist ziemlich blöd, Alter. Wie kommst du auf die scheiß Idee, jetzt da hinzukommen? Nee, du bist gleich dort. So. Da drüben! Erschieß den Arsch endlich! Aha. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade! Er kommt raus. Ich weiß, euch alle umbringen, ist nichts Neues, jetzt komm mal raus hier. Wo ist denn der gespawnt, Alter? Das ist schon fick. Wo ist denn der jetzt hergekommen, Mann?
Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat.